Jetzt aber weiter mit Matthias. Gut. Für die, die mich nicht kennen, Matthias Schrade. Ich war mal Bundesvorstand und Wahlkampfkoordinator dieser Partei. Bin jetzt heute hier nur als Gastpräsentator sozusagen anwesend. Micha, erste Folie. Ich möchte es ganz kurz auf den Punkt bringen für Nerds. Wir sollten den Wahlkampf gerade aufgrund der gerade beschriebenen kleinen Ressourcen und sowohl personell als auch materiell nach dem KISS-Prinzip durchführen. Für die, die es nicht kennen, keep it simple, stupid. Generelles Problem bei den Piraten ist, durch die große Kreativität wuchert es regelrecht vor sich hin. Da werden alle möglichen Sachen produziert, die unterm Strich nicht den Gesamterfolg bringen, aber jede Menge Ressourcen vergeuden, und zwar sowohl von Personen als auch von Geld. Weiter bitte. Noch einmal. Also, auf ganz wesentliche Dinge konzentrieren. Ich rede jetzt insbesondere von der zentralen Organisation. An der Basis passieren sowieso noch extra Dinge, da braucht man sich nicht drum kümmern. Auf banale Basics sollte man nicht unterschätzen. Das sind oftmals wirklich Trivialdinge, wie zum Beispiel Wahlplakate, die extrem wichtig sind, auch wenn alle das Gegenteil behaupten. Und ganz schlicht immer noch, auch jetzt nach 5 Jahren Piraten, sollte man keine Vorkenntnisse erwarten. Man hat ja immer so ein bisschen die Scheuklappen auf. Die meisten Bürger wissen heute noch nicht, wofür die Piraten wirklich genau stehen. Die meisten Bürger wissen nicht, was so aktuell gerade bei Piraten Themen sind oder wie die Piraten arbeiten, welche Personen hier maßgeblich sind und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Und zwar weder bei den Bürgern noch in der eigenen Basis oftmals noch bei Journalisten. Das kann man überblättern, das ist schon Geschichte inzwischen. Achso, ja, das sage ich nur kurz dazu. Ich halte den Vortrag zum wiederholten Male. War am Anfang stand was von Fehlern im Niedersachsen-Wahlkampf lernen. Das könnt ihr getrost durchstreichen. Bundestagswahlkampf hinschreiben, Bayern-Wahlkampf, Hessen, Brandenburg, Sachsen. Alle haben diese Fehler, die ich hier weise, auch hingewiesen. Ich mache den Vortrag trotzdem. Ich hoffe sehr, dass es diesmal nicht wieder vergeudete Zeit ist. Ja, auf das Wesentliche konzentrieren. Was bedeutet das? Das fängt zunächst mal mit ganz trivialen Dingen an. 3 Dinge nur: Flyer, Plakate und Presse. Wobei Presse gleichzusetzen ist mit Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen. Warum? Achso, ja, auch wichtig für Berlin: Kandidaten aufstellen, und zwar inklusive Direktkandidaten. Ich weise hier in Berlin speziell auf das Thema Bezirke hin. Die Unterschriftensammelei war letztes Mal schon nicht ganz einfach. Das wird mit mutmaßlich eher tendenziell weniger Leuten, ein paar sitzen jetzt im Parlament und haben was zu tun. Entschuldigung, Unterschriften sammeln ist, sorry, vergesst es, ihr habt ja dieses Mal das Glück, also dann nur Kandidaten aufstellen, umso wichtiger, dass man wirklich überall die Kandidaten aufstellt, weil das bringt nachweislich Stimmen, wenn man auch dann irgendwo lokal präsent ist. Die Flächenländer Baden-Württemberg, die armen Säcke, die müssen 10.000 Stimmen sammeln, da ist das Thema hyperpräsent. Die haben auch schon angefangen. So, weiter. Ganz, ganz wichtig, nicht verzetteln in Ansprechpartner und so weiter. Bestellt so schnell wie möglich, mit schnell meine ich eigentlich gestern, wir sind jetzt nicht mal mehr 1,5 Jahre bis zum Wahlkampf, einen zentralen Wahlkampfkoordinator. Eine Person, die Drehscheibe ist für Informationen, wo jeder weiß, das ist die Drehscheibe für Informationen, die erste Anlaufstelle, der dann weiterverweist auf Spezialist für Bezirke, Spezialist für Plakate, Spezialist für was auch immer. Eine einzige Person. Es haben schon alle möglichen Länder mit Teams versucht. Es funktioniert nicht. Eine Person. Und diese eine Person sollte im Idealfall nur am Telefon hängen und am Computer und nicht auf der Straße dann noch Plakate aufhängen oder Flyer verteilen und deswegen nicht für Anfragen zur Verfügung stehen oder sich auf die Weise auslaugen. Eine Person. Eine. Okay? Eine. Das gleiche gilt für das Thema Plakate, Plakatmotive bzw. Flyer-Themen. Konzentriert euch auf einen Flyer. Wer wissen will, wie man es nicht macht, der gehe einfach mal in die P9. Dort liegen bergeweise Flyer noch rum. Ein paar Anwesende wissen das vielleicht. Das ist immer wieder das Gleiche. Es ist logistisch nahezu unmöglich, die sinnvoll von der Menge her zu bestimmen. Die werden in der Regel an Infoständen dann sowieso kistenweise steht irgendwas rum. Ein Flyer zentral, wo drin steht, wofür die Piraten stehen, was die Piraten wollen, wer die Piraten sind,
Ideal wäre es sogar, wenn man da noch nicht mal was mit Berlin draufschreibt, weil die Themen sind sowieso überall mehr oder weniger die gleichen. Auch Baden-Württemberg ist für die Legalisierung von Marihuana, auch Baden-Württemberg ist für fahrscheinlosen Nahverkehr und so weiter. Einen Flyer hat auch einen großen Vorteil, den kann man dann in Großmengen produzieren. Und wenn man merkt, okay, Material ist weg, produziert man weitere. Wir brauchen heute noch Bundestagswahlkampf-Flyer auf mit irgendwelchen Themen, die irgendwo nicht so richtig, halt irgendwo, wo noch Reste übrig sind. Das ist eine Geldverschwendung ohnegleichen. Wenn man 100.000 Standardflyer produzieren kann, kostet pro Stück viel, viel weniger, als wenn man dann 10, 20 Mal nur 10.000 Stück produziert. Und der Abfall, Ökologie lassen wir ganz außen vor, ist auch dann wesentlich geringer. Das gleiche Themen ist ein bisschen schwieriger jetzt in Berlin, aber ich würde immer empfehlen, nicht jeder soll sein Spezialthema fokussieren. Ich nenne es mal, auch wenn es unfair ist, das Thema Fanrechte. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Bedauerlicherweise nicht für 5% oder gar mehr der Bevölkerung. Man sollte sich wirklich ganz klar überlegen, auf ganz, ganz wenige Themen konzentrieren. Die Bürger behalten im Zweifel nur ein oder zwei Sachen im Kopf. Mehr ist nicht realistisch. Wer es versucht, ist in der Vergangenheit immer gescheitert. Daraus folgt auch das Thema Plakatmotive. Machen wir bitte weiter. Ja, nicht verzetteln. Kannst du ein bisschen schneller durchblättern gerade. Ich habe das ja schon, glaube ich, erwähnt, dass es nur ein Ansprechpartner sein sollte. Ah, stopp, ganz wichtig an der Stelle. Dieser Wahlkampfkoordinator soll natürlich nicht alles selber machen. Der muss Dinge delegieren. Und wenn er merkt, das ist meine Erfahrung, dass die Delegation auf Person X leider nicht funktioniert hat, weil er sich nicht kümmert, weil er keine Zeit hat, weil er arbeiten muss, weil er Familie hat und so weiter, dann muss er halt nach ein, zwei Wochen relativ schnell das an jemand anderen vergeben und nur als äußerste Notfallsituation selber machen. Aber die Aufgabe ist wirklich, dass der dafür sorgt, dass Dinge gemacht werden, nicht, dass er es selber tut. Das funktioniert einfach nicht. Nicht eine Person kann Wahlkampf schmeißen, aber gerade mit dem Vergeben, dem Koordinieren von irgendwelchen Sachen, dem Weitergeben von Zuständigkeiten, das funktioniert leider bestenfalls in 50% der Fälle. Ja, das Teamprinzip kennt ihr, toll, ein anderer macht's. Ich habe schon erwähnt, das funktioniert einfach auf keinen Fall und schon gar nicht ehrenamtlich. Direktkandidaten können wir komplett drüber gehen. Nur ein kurzer Beleg, wie wichtig das ist. Das ist Auswertung von Niedersachsen. Basics, genau. Früh und flächendeckend plakatieren. Das war letztes Mal bei Berlin ein ganz maßgeblicher Baustein zum Erfolg. Das ist meine Meinung. Andere glauben, das sei der total coole Wahlkampf, der gemacht wurde. Ich behaupte, das war, weil man am ersten Wochenende die Stadt zugepflastert hat mit Plakaten. Vor allen anderen. Es gab schöne RBB-Beiträge, wo man gesehen hat, wie Frau Künast dann unter der Laterne stand und ratlos zum Piratenplakat hochgeguckt hat. Entscheidend ist, wir werden nicht in der Lage sein, die meisten Plakate aufzuhängen. Wenn also erstmal alle hängen, gehen die Piraten in der Masse unter. Am Anfang, wenn die anderen noch irgendwo in aller Ruhe so langsam ihre Dienstleister dann losschicken, die Piratenplakate aber alle schon hängen, da ist die Aufmerksamkeit am höchsten, dass alle merken, hoppla, die sind noch da, die sind noch stark. Das ist die Chance, ganz früh flächendeckend präsent sein. Sichtbar sein. Piratenplakate machen, die als solche erkannt werden. Das hört sich trivial an, nach inzwischen 6, 7 Jahren, wo die Partei Wahlkämpfe macht. Trotzdem sind die meisten Piratenplakate immer noch nicht orange. Orange ist eine Signalfarbe. Es ist die Farbe, die am ehesten mit den Piraten, wenn man eine Farbe verbindet, verbunden wird. Trotzdem wird auch in Berlin übrigens beim letzten Mal, die Plakate waren im Grunde nach gar nicht schlecht, sie waren aber bedauerlicherweise in allen möglichen Farben und wurden damit von sehr vielen Leuten nicht als Piratenplakate erkannt, beziehungsweise wurden halt nicht alle, einfach ohne dass man drauf geguckt hat, nur gesehen, da hängt wieder ein oranges Plakat, irgendwas mit Piraten. Schade, einfach vergeudete Ressourcen. Präsent sein, eigene Aktionen. Pressemitteilungen bringen nichts, solange sie nicht gedruckt werden. Nachdem die Partei momentan unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist, selbst in Berlin, die Umfragen sind um die 3%, lügen wir uns nicht in die Tasche, es sind keine 4, es sind zwischen 2 und 4 und damit in der Regel 3% ist wohl der aktuelle Stand der Dinge. Pressemitteilungen werden vielleicht von Fraktionen noch wahrgenommen. Was bringt uns in die Presse? Eigene Aktionen wie zum Beispiel, ich sag mal so guerillamäßig, Greenpeace-artig, in der Richtung müsst ihr denken, irgendwas, was spektakuläre Bilder bringt. Das muss noch nicht mal eine riesige Aktion sein, das kann eine kleine, pfiffige Geschichte sein, aber auf jeden Fall eigene Aktionen und nur die gezielt an die Presse geben, die Presse vorher informieren, dass das und das stattfindet, dass RTL mit dem Kamerateam kommt, wenn es interessiert,
nicht die Presse spammen mit Papier, mit Text, mit Worthülsen, wie es die Piraten inzwischen leider wie alle anderen Parteien auch machen, das bringt nichts. Und diese kreativen Aktionen kann man im Zweifel einfach piratig kopieren. Es gab nämlich schon so viele in anderen Ländern, teilweise sogar in Berlin, man hat es nur nicht einfach wiederholt. Das ist ganz trivial. Man muss da nicht mal irgendwo groß was Neues machen. Schöne Beispiele sind Verhüllen von irgendwelchen gewaltverherrlichten Darstellungen der Öffentlichkeit, Denkmäler, Gebäudedarstellung oder so, mit einem großen Pirat wegen Zensur. Im Internet muss ja alles zensiert werden, was mit Gewalt und so zu tun hat. Einfach sowas in der Richtung haben zwei Städte gemacht. Düsseldorf hat die Idee gehabt, das Wehrhahn-Denkmal verhüllt. Das ist quasi das Städtegründungsdenkmal sozusagen. Super riesiger Artikel in der Rheinischen Post. Mit großem Foto, mit Riesentext drumherum, Titelseite des Lokalteils, geile Aktion. Die einzigen, die es kopiert haben, waren die Nürnberger. Hat genauso auch in Nürnberg funktioniert und das war's. Könnte jede Stadt, mal wenn sie ein bisschen rumguckt, findet garantiert irgendwas in der Öffentlichkeit, was als Kunst deklariert ist oder als Geschichte oder so, wo man so eine Aktion wiederholen kann. Nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wir sind doch für Bürgerbeteiligung, hört man immer. Einfach im Wahlkampf als Kandidat mit einem Laptop und einem Klappstuhl und einem Tischchen noch einen zweiten Klappstuhl für einen Bürger in die Fußgängerzone setzen und sagen, so, liebe Bürger, sagt uns, was ihr haben wollt, was ihr machen wollt. Wir nehmen es direkt auf und schreiben es am besten in Liquid Feedback oder welches Tool auch immer gerade aktuell ist, dann mit rein, dass die Leute sich mit beschäftigen. Das hat ein Direktkandidat in NRW gemacht. Ich habe diese Empfehlung wiederholt weitergegeben. Ich wüsste nicht, dass es irgendjemand kopiert hat. Ist eine ganz simple Sache, kostet keinen Cent, könnte jeder Pirat machen. Wird nicht gemacht. Diese Art von Aktion ist aber für die Lokalpresse durchaus interessant, weil es halt nun mal nicht jeder sowas in der Art macht. Die Liste ist noch viel, viel länger, ich gebe dir auch gerne noch zu Protokoll, aber diese Art von Aktionen ist es, im Kleinen wie im Großen, die die Presse bei den Piraten im Gegensatz zu anderen Parteien geil findet und darüber berichtet. Ja, sichtbar sein, auch trivial, ein Infostand ist nicht dazu da, dort möglichst viele Gespräche zu führen, sondern um gesehen zu werden. Die allermeisten Leute sind nicht politisch interessiert. Die laufen am Infostand einfach vorbei. Wenn sie aber wenigstens sehen, da sind Piraten gewesen, da weht die Fahne im Wind, irgendwas in der Richtung, dann nehmen das Hunderte von Leuten, Tausende von Leuten an entsprechenden Stellen wahr. Ich habe es in Stuttgart in der Fußgängerzone erlebt. Die haben sich da hingestellt mit so einem Tischchen, so einem Klapptisch, da lagen ein paar Flyer drauf und da standen zwei einsame Menschen so klein dahinter. Da sind drei Meter, ist kein Witz, 3 Meter vorbei sind Leute vorbeigelaufen, die haben nicht gemerkt, dass da Piraten waren. Vergeudete Ressourcen. Den gleichen Stand ohne Personen mit einer wehenden Fahne hätte mehr gebracht. Also, bei jedem Infostand will ich, dass mindestens mal eine Flagge vorne runterhängt und am besten irgendwo ein Fahnenmast, wo da noch drei dran hängen, drei wehen. Und wenn die Polizei kommt, kann man es immer noch abbauen. Nur wenn... Ja, mach weiter, das wird schon noch ein bisschen. Nur wer die Partei gut findet, Entschuldigung, wer sie kennt und dann auch noch gut findet, wird sie wählen. Es gibt auch heute noch erstaunlicherweise Leute, die Piraten noch gar nicht kennen. Klingt verrückt, ist aber so. Gerade außerhalb der Kernzielgruppe. Ja, Wahlplakate, kannst du schnell durchblättern. Ich habe schon ein paar Worte zu verloren. Warum sind sie so wichtig? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das einzige Instrument, das alle Bürger erreicht. Man kann den Politikteil in der Zeitung überblättern, man kann beim Fernsehen, wenn irgendwas Politisches kommt, umschalten, man kann um Infostände einen weiten Bogen machen, man kann auch generell Politik einfach ignorieren, aber Wahlplakaten kann man nicht entkommen. Das ist das Einzige, was an jeder Ecke hängt und wenn ein Bürger nicht komplett unter der Bettdecke bleibt, nimmt er die wahr, auch unbewusst. Und auch heute noch haben die meisten Bürger, die Wahlbeteiligung liegt zum Glück noch über 50% im Regelfall, irgendwo so ein bisschen, dass sie doch irgendwen wählen. Und wenn man gar nicht wahrgenommen wird, wenn man dort nicht sichtbar präsent ist, dann ist man halt nicht in der potenziellen Auswahlliste, gerade bei den Leuten, die vielleicht sagen, naja, irgendwen sollst du halt wählen, muss man ja machen, wegen sonst stützt man die Rechten und so weiter. Deshalb sind Wahlplakate erstaunlich wichtig. Kein Mensch sagt, ich wähle aufgrund des Wahlplakats, keiner gibt zu, dass er für Werbung empfänglich ist, aber Werbung funktioniert eben nun mal und Plakatwerbung erst recht. Indirekte Werbung auf Journalisten. Ich habe es in Düsseldorf damals erlebt, da hingen auch massenhaft Wahlplakate, die aber grottig designt waren, die hat man nicht als Piratenplakate erkannt, da haben Journalisten gesagt, ja, tretet ihr eigentlich überhaupt an? Gefühlt, wenn die Piraten stark präsent sind an der Laterne, gefühlt überträgt sich das auch irgendwo auf den Journalisten, auch die sind davon beeinflussbar, zumindest mal, dass sie merken, hoppla, die sind vielleicht doch nicht ganz so irrelevant, wie alle sagen, wie eine eigene Zeitung steht. Es ist
signifikant der Einfluss nachgewiesen. Ich habe Untersuchungen selber gefahren über diverse Bundesländer. Man konnte es sehr schön sehen in den Zeiten, als noch nicht ganz so Hochburgen, ganz so hohe Wahlergebnisse waren. Da gibt es enorme Unterschiede. Wir haben in Baden-Württemberg als erstes Bundesland damals flächendeckend bis in die Dörfer plakatiert. Und wir hatten damit erstaunlicherweise teilweise selbst in extrem ländlichen Gebieten, wo es keine Aktivitäten gab, Wahlergebnisse nahe unter dem Landesdurchschnitt. Wer euch was Gegenteil erzählt, es ist Quatsch. Die sind verdammt wichtig. Gerade für kleinere Parteien. Bei den Großen, die jeden Tag im Fernsehen sind, spielt es natürlich eine kleinere Rolle. Ja, wichtiges Instrument, imagemäßig. Gut, das ist heute nicht ganz so. Das Image wird leider schon vorhanden. Ganz, ganz wichtig, die Wahlplakate müssen auf die Bürger zugeschnitten sein, auf die potenziellen Wähler. Und sie müssen nicht irgendwo auf den Piraten, der das cool findet, sein eigenes Plakat an der Laterne hängen zu sehen. Das mit dem Angler und dem Fisch. Das sind Wahlplakate vom Saarland. Kann jemand die Fehler erkennen? Richtig, sie sind nicht orange. Es steht auch nur relativ unauffällig das Wort Piraten drauf. Immerhin kann man es lesen. Allerdings ist es weiß auf orange. Das ist auch nicht so ganz optimal. Es sind in allen möglichen bunten Farben. Aber einfach mal kurz weiter, die nächste Serie. Das ist NRW. Könnt ihr selber beurteilen, ob die aus eurer Sicht geeignet oder nicht geeignet sind. Entschuldigung, sorry, es war Schleswig-Holstein. NRW kommt gleich. Das ist NRW. Weiter. Das war Niedersachsen. Das ist Baden-Württemberg gewesen. Wohlgemerkt, vor allen anderen gab es die schon. Das war Niedersachsen, die Serie in Orange. Kann da jemand erkennen, was das Problem ist? Es steht noch nicht einmal Piraten drauf. Das Signet wird alleine nicht erkannt von den allermeisten Leuten. Das ist einfach nicht wie bei der Deutschen Bank oder so. Das vom Branding her, das ist zu wenig bekannt, ohne das Wort Piraten daneben. Die Sprüche sind übrigens völlig sekundär. Anekdote aus München, beziehungsweise aus dem Bayern-Wahlkampf. Ich habe einen Freund von mir, der auch so generell politisch interessiert ist, aber jetzt nicht unbedingt in der Partei oder so, auch durchaus Piraten interessiert, habe ich gefragt, sag mir, was auf Piratenplakaten steht. Welcher Spruch ist dir hängen geblieben? Der einzige Spruch, den er mir nennen konnte, war, ich nerve gern. Von der heutigen Landesvorsitzenden, die Fustig, auf ihrem Direktkandidatenplakat. Das war der einzige Spruch, ein völlig inhaltsleerer Spruch, der aber einfach rübergekommen ist, der hängen geblieben ist. Und ganz schlicht, wenige Worte, wenige Buchstaben, keine komplizierten Fremdwörter oder so. Solche Wahlplakatsprüche braucht man. Die funktionieren. Nicht irgendwelche langen Texte, wo dann das halbe Parteiprogramm drinsteht. Das liest kein Mensch. Vor allem merkt er sich's nicht. Nächste Folie bitte. Entwürfe Bundestagswahl, kannst du ein bisschen drüber gehen. Die sind Gott sei Dank noch ein bisschen verbessert worden. Die waren so katastrophal. So ist die Realität. In solcher Umgebung müssen Wahlplakate funktionieren. Jetzt kannst du mal ein bisschen klicken, wo ich dann einfach mal ein paar Beispiele reingebracht habe, wie es dann dort aussieht. Weiter. Wahlplakate Praxistest. Ist Situation aus Baden-Württemberg. Auch bitte durchklicken. Einfach mal, man kann es ganz gut erkennen. Das habe ich netterweise, das Gelbe war das NRW-Plakat, das war das einzige in Leuchtfarben. Alle anderen wären noch schlechter sichtbar gewesen. Ihr habt, glaube ich, selber gesehen, welche kann man an der Straße erkennen, auch ohne ganz gezielt hinzugucken und welche nicht. Kriterien für gute Wahlplakate. Orange. Ich sage es nur ein einziges Mal. Text ausschließlich schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. Alle anderen Farbkombinationen sind so gut wie nicht erkennbar, insbesondere nicht im Dunkeln. Und auch im Dunkeln laufen da Leute dran vorbei. Die Baden-Württemberg-Plakate konnte man mitten in der Nacht noch lesen. Da braucht auch keine Laterne direkt drüber sein. Die haben regelrecht geleuchtet, weil das Weiß aus dem Schwarz herausleuchtet. Alle anderen Farbkombinationen funktionieren nicht. Da ist der Kontrast zu klein. Großes Piratenlogo und zwar oben drüber oder meinetwegen auch nur Piraten. Wichtiger Punkt, da könnt ihr allen anderen Landesverbänden großen Gefallen tun, in Klammern, die könnten es euch auch tun, kein Berlin mit drauf. Leider haben sowohl Hamburg als auch Bremen diesen Fehler gemacht. Damit sind die Plakate nicht recycelbar, also recycelbar im Sinne von nutzbar für andere Landesverbände. Angesichts der doch eher knappen Budgets der Partei einfach dumm. Nichts weiter als dumm, dass man die Plakate da nicht einfach nochmal verwenden kann. Und sei es für eine Kommunalwahl oder sei es für was auch immer. Die Plakate, die damals in Baden-Württemberg produziert worden sind, kann man theoretisch heute noch einsetzen, weil da nichts draufsteht von einem Datum oder von irgendeinem Land. Und Geld ist nun mal, wie wir gerade gehört haben, nicht so reichlich vorhanden wie bei anderen, die dann eben ihre Serie immer gleich entsorgen. Grafikelemente. Wenig Elemente. Man kann sie nicht erkennen.
Man muss an diesen Plakaten im Auto vorbeifahren können, ohne gezielt hinzugucken, in einer Sekunde erkennen, was draufsteht. Je mehr Elemente drauf sind, desto schlechter ist es erkennbar. Und insbesondere das Logo darf nicht im Design untergehen. Sonst bleibt sogar womöglich hängen, was draufsteht. Es wird aber nicht mit der Partei verbunden. Bringt einem auch nichts. Es gibt millionenteure Autowerbungskampagnen. Da jeder kennt den Werbespruch. Dummerweise hat man nicht mehr gewusst, welches Auto es war. Tja, schade. Die PR-Agentur hat nicht so richtig Erfolg dann beim Kunden damit gehabt. Das Gleiche gilt für uns auch. Maximal 6 Motive. Das wird von jedem Wahlkampf immer wichtiger, weil zum einen der Wiedererkennungswert ist gering, wenn man immer wieder andere Motive hat. Ich habe schon erwähnt, die Leute können sich eh nur 1-2 Sachen merken. Zum anderen, die alten Plakate werden irgendwo wahrscheinlich eh zu großen Teilen recycelt und der Schilderwald wird damit immer bunter. Heute noch hängen wahrscheinlich oder jetzt nächstes Jahr dann wieder Wahlplakate, die hängen aus dem Bundestagswahlkampf 2009, natürlich aus dem Wahlkampf 2011, Restbestände von anderen Ländern und dann auch noch hier womöglich noch 20 Motive. Super Idee, kann euch jeder sagen, da wird am Ende nichts davon bei den Leuten ankommen. Mir wäre am allerliebsten, man würde tatsächlich einen Wahlkampf im Idealfall mit 3 Motiven bestreiten, in Klammern plus das, was dann sowieso durch Eigengewächse der lokalen Kandidaten und wir brauchen doch was für unseren Kiez und unser Direktkandidat möchte auch gerne oder der Listenkandidat möchte gerne dann noch für 1.000 Euro selber noch Plakate sponsern, weil er sein Gesicht an der Laterne sehen möchte. Es kommt sowieso. Aber wenn schon zentral ein Dutzend Motive oder mehr angeboten werden, dann hat man kein Motiv, das irgendwo wirklich in den Köpfen überall ankommt, wo man sagt, okay, wenigstens diesen Spruch und dieses Plakat wird überall immer als Piratenplakat erkannt. Es ist trivial, ist Basics der Werbung. Ihr werdet auch nicht erleben, dass Coca-Cola mit 20 verschiedenen Wahlslogans oder Werbeslogans parallel aktiv ist. Die sind nämlich nicht so doof, obwohl die das Geld haben. Weil einer reicht, einer funktioniert. Und bei anderen Parteien, wenn ihr genauer hinguckt, ist es in der Regel auch nicht so. Da haben die Direktkandidaten noch ihren Krempel, aber die zentralen Motive sind relativ wenige. Obwohl die viel mehr Plakate und viel mehr Geld haben. Ja, kurzer Text in einfacher Sprache. Ich nerve gern. Perfektes Plakat. Vertrau keinem Plakat, informier dich. Ein super Spruch würde ich sofort wieder erneut plakatieren. Wir haben in Baden-Württemberg hatten wir dieses berühmt-berüchtigte Politik mal Ander 5. Also dieses Anders. Das hat so gut funktioniert, das hätte ich mir selber nicht vorstellen können. Man ist ständig am Infostand darauf angesprochen worden, was das denn bedeutet. Und ach ja, ihr meint die 5% und der Normalmensch, der jetzt nicht irgendwo mit Leadspeak oder so vertraut ist, der liest einfach nur Politik mal anders. Das funktioniert auch. Ganz simples Plakat, steht im Prinzip steckt alles drin, keinerlei Inhalt in dem Sinne, aber es funktioniert. Und man kann es sofort lesen, man kann es im Vorbeifahren im Auto erkennen. So einfach müssen Plakate sein. Gut. Ein paar wesentliche Dinge habe ich sowieso schon gesagt. Du hast Ladekabel, kannst du uns auch noch holen, aber dann gehe ich noch mal ganz kurz auf das Thema Berlin ein. Ganz konkret zu Berlin. Habe ich überhaupt noch Zeit? Ja, doch ein bisschen haben wir noch. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Großplakate. Ich darf das dir jetzt wegnehmen. Großplakate sind letztes Mal in Berlin durch externe Aktionen, genauer gesagt durch meine Aktionen in Berlin aufgestellt worden in überschaubarer Stückzahl. Berliner, die ich gefragt habe, also außerhalb der Partei, was sie sich erinnern, waren die Sprüche auf diesem Großplakat, nämlich vertrau kein Plakat, informier dich. Warum? Zum einen, weil die Plakate orange waren und zum anderen, weil diese Großplakate eine viel höhere Wirkung entfalten, als diese kleinen Dinger, die überall irgendwo an der Laterne rumhängen. Meine Empfehlung ist, jetzt schon Großplakat-Bausätze produzieren, diesen Sommer, nicht erst nächstes Jahr, diesen Sommer, wenn man noch nicht wirklich was zu tun hat, jetzt im Sinne von Wahlkampf ist schon akut, man kann diese Bausätze, da gibt es schöne Anleitungen, der Jan-Lütke Reismann hat es mal ganz detailliert dokumentiert, nicht nur im Wiki, sondern auch, ich kann es auch noch zumailen lassen, der hat solche Bausätze aus Holz gemacht, die sind auch wirklich windstabil, ganz wichtig, mit Bodeneinschlaghülsen und mit rudimentären handwerklichen Fähigkeiten kann man die Dinger danach zusammengeschraubt kriegen. Wenn man das ein bisschen übt, kann man solche Dinger in 10 Minuten aufgebaut kriegen, vielleicht eine Viertelstunde pro Großplakat, werden mit so Kabelbindern dann befestigt, das sind wie so Planen. Kosten für den Holzbausatz vielleicht 10, 15 Euro, in Klammern, wenn man es in größeren Mengen produziert, ist es möglich, oder ein Holzdienstleister irgendwo kennt, ist vielleicht sogar billiger. Man hört ja, dass in Berlin die Leute manchmal recht kreativ sind, was sowas angeht. Die Planen haben damals etwa 100 Euro pro Stück gekostet, allerdings bei einer überschaubaren Gesamtzahl. Inzwischen ist es billiger geworden. Ich sag mal, wahrscheinlich kriegt man es für 50 Euro pro Stück hin. 60 Euro für ein Großplakat ist definitiv besser, als 30 kleine Plakate aufzustellen.
Ich würde empfehlen, macht so eine Aktion, mal ein Wochenende solche Dinger zu produzieren mit Bier und Party. Der die Säge bedient, sollte vielleicht das mit dem Alkohol ein bisschen kürzer fassen. Aber dem Grunde nach kann man sowas in wirklich großer Stückzahl produzieren. Und ich rede von hunderten Großplakaten. Und kann die nachher auch, wenn man gezielt die aufstellt, vor allem auf diesen großen mehrspurigen Straßen, wo man dann die grünen Mittelstreifen hat, dann sind die super geil sichtbar. Und ich würde ganz klar nicht empfehlen, da irgendwie groß neue Motive zu machen, sondern die alten schönen Motive, vertrau kein Plakat, informier dich, Politik mal anders, ähnliche Sprüche, das System hat ein Update nötig, Superspruch aus NRW, solche Sachen, einfache Motive, auch nur eine wenige Motive, aber damit die Stadt zustellen, dass das dem keiner entkommen kann. Aktionen. Ich habe vorhin schon ein paar erwähnt, ich würde es an der Stelle kurz fassen, kann man noch ein paar machen, aber ganz, ganz wichtig, überlegt euch guerillaartige Aktionen mit wenig Kosten, wenig Personal, ganz wichtig, nicht irgendwo versuchen, alle Piraten sollen zu einer Demo gehen. Eine Demo von 300 aktiven Mitgliedern ist für die Presse irrelevant. Drei Leute, die was Kreatives machen, was Ungewöhnliches, das ist für die Presse relevant. Und genau das sollte vielleicht dann auch nachher im geschlossenen Teil dann nachher eine Brainstorming-Idee sein. Das sind übrigens auch so triviale Dinge wie zum Beispiel ein Zwei-Mann-Team geht an eine Kreuzung mit einem Eimer und einem Wischer. Einer hält ein Schild, Piraten schaffen Transparenz, der andere der wischt Scheiben. Coole kleine Aktion, die Idee ist in Schleswig-Holstein umgesetzt worden, im kleinen Maßstab, also null Kosten, außer ein paar Cent für Wasser. Kann man überall machen, funktioniert. Hol eine Pressevertreter dazu, dass er sowas vielleicht gezielt mal einen Tag lang macht, irgendeinen Flyer noch zum Thema Transparenz ins Autofenster reinreichen. Ist gar nicht wichtig, wie viele Leute dann wirklich die Scheiben geputzt kriegen, aber es ist was, was die anderen Parteien nicht machen und was coole Bilder bringt. Und Aufmerksamkeit auch von denen, die einfach nur dran vorbeifahren und 5 Meter oder 10 Autos dahinter in der Schlange stehen und gucken, was ist denn da los. Diese Art von Aktionen ist schon so viel gemacht worden. Ja, ein ganz wichtiges Thema jetzt speziell für Berlin, Personen. Ihr habt in Berlin das allererste Mal die Ausgangslage, es gibt bereits Abgeordnete. Ganz, ganz wichtig wird sein strategisch, dass zumindest mal einige von den Leuten, die jetzt im Abgeordnetenhaus sitzen, nachher auf der Liste vorne mit dabei sind, aus dem einfachen Grund. Die Fraktion insgesamt wird nach meiner persönlichen Einschätzung von der Öffentlichkeit insgesamt doch eher positiv wahrgenommen, also im Sinne von, die leisten gute Arbeit. Macht Sinn, dass da Piraten drin sind. Wenn jetzt komplett neue Leute ankommen oder noch schlimmer, Leute, die von der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden, nicht wiedergewählt werden, also irgendwie rausgeschmissen sozusagen, dann wird das in der Öffentlichkeit ein Bild erzeugen, na gut, jetzt hat man ein paar Leute, die haben es langsam gelernt, die machen da einigermaßen ordentliche Arbeit und jetzt kommen wieder komplette Rookies rein, die es wahrscheinlich dann vielleicht nicht besser können. Ich halte es für sehr wichtig, dass zumindest einige der 15 wieder auf den vorderen Plätzen landen. Ich sage mal, bei aller Vorsicht, es ist fast egal, wahrscheinlich sogar welche, aber das man nach außen vertreten kann. Es gibt eine gewisse Kontinuität, die gute Arbeit wird fortgesetzt. Das ist extrem wichtig strategisch, dass man an der Stelle sich nicht angreifbar macht, unnötigerweise. Auch vielleicht das psychologische Thema, ich finde es sehr unschön, aber leider haben Leute, die bei Wahlen nicht gewinnen oder nicht wiedergewählt werden auf entsprechende Plätze, manchmal die unschöne Eigenschaft gegenüber der Presse, nicht ganz so freundlich über ihre Partei zu reden. Auch das Problem sollte man im Hinterkopf haben. Also sprecht da im Zweifel frühzeitig mit den Leuten, wer tatsächlich überhaupt nochmal möchte und vermittelt auch die Überlegung, es macht Sinn, das zu machen, selbst wenn man vielleicht persönlich mit dem jetzt politisch nicht zu 100%, sondern zu 98% auf einer Linie ist. Das ist ein wichtiges Thema. Ganz, ganz wichtig bei euch als erster Fraktion, die erneut wiedergewählt werden will. Ressourcen. Ein ganz großes Problem ist, die personellen Ressourcen sind wahrscheinlich ja nur auf dem Level von 2011, vielleicht sogar kleiner, je nachdem. 2011 hattet ihr einen großen Vorteil, alle Welt ist nach Berlin gefahren und hat hier geholfen. Aus dem ganzen Bundesgebiet. Das wird dieses Mal wahrscheinlich weniger sein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man frühzeitig aktiv Helfer wirbt, dass man Betten bereitstellt, dass man also wirklich eine Liste hat hier, wenn jemand kommt und sagt, er möchte helfen, wer hat Betten, wer hat zumindest mal irgendwo Luftmatratzenplätze, was auch immer, dass man das frühzeitig bereit hat. Das war im Saarland ein Schlüsselerfolg, da sind so viele externe Helfer gewesen, nur deshalb konnten wir im Saarland den Berlin-Erfolg quasi wiederholen und keiner hat damit gerechnet. Da waren wesentlich mehr externe Helfer als lokale Einheimische da. Berlin hat zum Glück starke einheimische Kräfte. Trotzdem, wenn da noch 50 Mann aus dem ganzen Bundesgebiet für 4 Wochen jeweils helfen können,
Leute, die dann vielleicht auch wahrscheinlich den Wahlkampf in Sommerferien oder jedenfalls teilweise in Sommerferien, Studenten, Leute, die dann keinen Job haben, wo man dann auch frühzeitig organisiert, dass die günstig herkommen können. Das ist extrem wichtig. Ihr werdet auf diese Leute angewiesen sein, weil viele von euch momentan ja auch dann irgendwo schon ihre Aufgaben haben und es nicht alles selber machen können, was dann da anfällt. Logistik, im Prinzip das Gleiche. Sorgt jetzt schon dafür, dass ihr wisst, und zwar nachher, das muss der Wahlkampfkoordinator im Prinzip wissen, wo sind PKW verfügbar? Wo sind Lagerkapazitäten? Hat jemand vielleicht sogar ein LKW, dass man nicht immer die Robben ausleihen muss, geht auf Dauer auch ins Geld. Ganz, ganz wichtig, dass man diese Informationen zentral verfügbar hat. Und das sind Dinge, um die kann man sich jetzt schon kümmern. Das muss man nicht dann letzter Minute machen, so, oh, wir brauchen morgen ein Auto. Hat jemand irgendwie eins? Verdammt, wir haben keine Telefonnummer von dem. Ah ja, Telefonnummern, ja, das ist in dem Kontext auch ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, ihr habt die inzwischen. Ich habe wahrscheinlich immer noch relativ viele von Berliner Piraten verfügbar. Die stehen auch natürlich zu eurer Verfügung. Wäre aber besser, wenn ihr dann die selber mal zentral irgendwo greifbar habt. Orange Pearl. Die es nicht wissen, Orange Pearl ist dieses Segelschiff, an dem ich immer noch Mitbesitzer bin. Die Orange Pearl ist natürlich für Berlin für einen Wahlkampf optimal, zumal das Floß nach meinem Kenntnisstand eingemottet worden ist. Die Orange Pearl kann auch auf der Spree grundsätzlich segeln, wenn man sich rechtzeitig um eine Genehmigung bemüht und nach meinem Kenntnisstand dafür einen stärkeren Motor beschafft. Kümmert euch da am besten jetzt schon drum, dass das geklärt ist, weil das wird möglicherweise ein paar Wochen oder Monate Vorlauf haben. Wer es nicht weiß, wer der Ansprechpartner ist, das ist der Matthias aus Niedersachsen. Der ist auch normalerweise immer bereit gewesen, das Schiff dann auch teilweise wochenlang irgendwo zu deponieren, ist selber Segler und kann damit umgehen, kann es auch Leuten gegebenenfalls noch beibringen, dass die rechtzeitig dann auch selber eingewiesen werden. Macht das diesen Sommer, ganz, ganz wichtig. Nicht erst im Wahlkampf in letzter Minute versuchen, irgendwie hinzukriegen und feststellen, ja blöd, die Genehmigung braucht 6 Wochen, es liegt am Tag nach der Wahl vor, bringt dann nichts mehr. Ja, das waren eigentlich so die speziellen Punkte für Berlin, die ich noch hatte. Alles Weitere gerne in Fragen. Danke euch. Mir fehlt so ein bisschen die Internetpräsenz irgendwie bei den Plakaten, dass da irgendwo was da irgendwie im Vermerk ist, wenn ich mir die genau anschaue. Hast du auch schon mal aufgrund eines von dem, was auf der Internetseite als Wahlplakat steht, direkt die Internetseite aufgerufen? Nein. Gut, dann weißt du die Antwort. Google schreibt auf seine Wahlsachen auch nicht www.google.de drauf. Das ist der Grund, weshalb man nicht www.piraten.de oder Piratenpartei oder Berlin.piratenpartei draufdrucken braucht. Jeder Mensch, der auch nur ansatzweise potenzieller Wähler ist, weiß zumindest mal mit Google umzugehen und gibt Piraten Berlin ein und landet dann auf den entsprechenden Unterlagen. Nächste Frage kommt von hier. Hallo. Wann sollte man denn präsent mit der Präsenz beginnen, sage ich mal? Ein Jahr vorher durchgehend? Also Plakate darf man normalerweise 3 Monate vor der Wahl aufhängen. Ich glaube jedenfalls, dass in Berlin die Frist oder 6 Wochen, Entschuldigung, genau. 6 Wochen ist ganz unterschiedlich, je nach Bundesland, manchmal je nach Gemeinde. Erste Möglichkeit nutzen. Ich glaube, in Berlin ist auch immer so gewesen, offiziell ab Freitag 17 Uhr oder irgendwas in der Richtung und oder Samstag 0 Uhr oder irgendwas. Erfahrungsgemäß wird dann schon 1-2 Tage vorher dann angefangen, wild zu plakatieren. Und normalerweise passiert da auch nichts. Also jedenfalls war es beim letzten Mal auch schon so. Es gab sogar 2011 eigentlich die Ansage, nach dem Wahlkampf als vor dem Wahlkampf, also eigentlich Dauerpräsenz zu zeigen. Ja, gut, das ist ressourcenmäßig einfach nicht genau zu leisten. Aber richtig. Ich sage mal, die Wahlplakate so früh wie möglich, die Kandidaten möglichst früh wählen, damit die auch, sofern es neue sind und nicht die bekannten Köpfe aus dem ABGH, dann auch ein bisschen bekannt werden können. Wobei bekannt ist ganz relativ. Ich meine, ganz ernsthaft, wie viele von euch können jetzt von den anderen Parteien mehr als maximal 2-3 pro Partei aufzählen, obwohl die da teilweise seit 20 Jahren im ABGH drin sitzen? Es ist nicht realistisch, dass man mehr als 1, 2, maximal 3 Köpfe in der breiten Öffentlichkeit bekannt macht. Aber die sollten halt frühzeitig feststehen, vor allem der Spitzenkandidat, dass man ein Jahr lang vor der Wahl dann eben auch, dass die Medien den irgendwo schon mal ein bisschen gebrandet haben oder dass der dann eben, dass man weiß, wer das ist und irgendwelche Homestories oder was auch immer dann eben die Medien machen wollen, gemacht werden können. Homestories hat irgendwie gerade Griechenland nicht so gute Erfahrungen gemacht. Weiter mit Phil. Matthias, ich wollte dir erstmal danken dafür, dass du deine Erfahrungen hier bei uns in den Ring geworfen hast. Wir haben ja auch zusammen Wahlkampf gemacht, damals 2011. Er hat mich im Unterschriftensammeln geschlagen, ich schäme mich heute noch. Ja, einer der wenigen, aber du bist eigentlich der Bundeschampion. Ich bin nur der Berliner Champion gewesen. Das bleibt uns jetzt erstmal erspart, also das müssen wir nicht mehr machen. Einerseits ist das ganz gut, andererseits, wie du schon gesagt hast, war das immer eine Möglichkeit, auch präsent auf der Straße zu sein, also zu
präsent sein zu müssen, quasi. Das, diesen Druck haben wir zwar jetzt auch noch, aber der Druck ist halt nicht ja, von staatlicher Seite, dass wir es machen müssen, aber wir müssen halt trotzdem natürlich klar präsent sein überall. Was heißt überall? Also da, wo wir es halt sein können, wirklich an den markanten Punkten, da, wo es sich kristallisiert. Also wie du schon sagtest, es ist halt schwierig, irgendwo in der Ecke zu stehen, sondern wir müssen halt da sein, wirklich, wo die Leute an uns auch vorbeikommen und dann auch sichtbar sein. Das ist schon ganz klar. So ein paar Sachen, die du erwähnt hast, sind natürlich auf Berlin nicht so ganz übertragbar. Also auf Einzelnes möchte ich da gar nicht eingehen, weil du hast es natürlich alles so ein bisschen auch auf Niedersachsen, das sind so ein paar Sachen gewesen, also die hier bei uns vielleicht nicht so funktionieren, das mit dem Scheibenwischen und so, das wird hier eigentlich probiert es doch einfach aus. Sorry, der Aufwand ist minimal. Leute, ihr werdet feststellen, dass das funktioniert. Es bringt zumindest mal keine negativen Sachen. Man kann jederzeit, wenn man sagt, hey, ich habe gerade Lust, kann man das hat keinen Vorlauf von der Organisation her, besorgt euch ein oder zwei solche Schilder. Piraten sorgen für Transparenz, macht das mal und wartet auf das Feedback. Und wenn scheiße ist, dann lasst es einfach. Ja, also es gibt ja wirklich ein paar Ideen, die müssen wir sowieso jetzt nicht diskutieren, diese einzelnen Maßnahmen, die werden wir in den kleineren Gruppen und so weiter noch, da ist es auch in jedem Bezirk unterschiedlich, was da machbar ist oder was da auch sinnvoll ist, weil die Bezirke hier bei uns auch unterschiedlich funktionieren teilweise. Also da muss es dann auch schon angepasst sein. Deswegen glaube ich, oder finde ich es auch ganz gut, dass die Bezirksbeauftragten jeweils mal für die Bezirke irgendwie zuständig sind und sagen, so, wir sammeln jetzt aktive, oder so mindestens 10 bis 15 aktive um uns, was ich hoffe, dass die in jedem Bezirk irgendwie möglich sind, zusammenzubekommen. Aber das ist auch schon wieder ein bisschen zu kleinteilig alles. Das müssen wir natürlich in den Gesprächen noch intensivieren. Okay, ja, zum Vortrag noch. Ja, schön, dass du gesagt hast, dass also wir uns auf jeden Fall darauf auch konzentrieren müssen, dass wir schauen, wie das mit den Großplakaten ist. Da müssen wir dann auch gucken, welcher Bezirk kann wirklich auch überhaupt Großplakate dann stemmen und an welchen Punkten so weiter. Das ist echt wichtig auch. Und das also auch wirklich, also dieses FPP, Flyer, Plakate, Presse, das ist schon so das Zentrale, wo man auch mitarbeiten muss. Also, dass wir uns da nicht verlieren in irgendwelchen anderen Dingen. Also gerade dann, wenn man weniger Manpower hat, als man vielleicht noch vorher gehofft hat, dass man sich wirklich auf Dinge konzentriert, die im Endeffekt am effektivsten sind. Vielleicht gerade, wo du das Thema Großplakate ansprichst und wie kann man das machen und so weiter, ein ganz wichtiger Tipp dazu. Diese Plakate sind zeitlos. Die Gerüste genauso. Ich glaube, es sind heute noch Gerüste aus dem Jahr 2011 oder 2010 sogar teilweise schon aufgestellt im Einsatz in Baden-Württemberg, die in der Folge in drei anderen Ländern eingesetzt worden sind. Baden-Württemberg hat zum Beispiel jetzt wieder Wahlkampf. Die haben im März, glaube ich, nächsten Jahres ihre Wahl. Ihr könnt euch mit denen kurzschließen, dass die Dinge mit teilweise Geld von euch produzieren, in Klammern euch anschließend überlassen. Und ihr könnt im Zweifel sogar dann noch einen Deal vereinbaren. Ihr helft denen beim Aufstellen, die helfen euch beim Aufstellen. Das Material kann genauso anschließend nach Berlin ein paar Monate später dann weitergeschickt werden nach NRW. Auch die haben Geld und könnt euch im Prinzip mit dem gleichen Budget die dreifache Menge Plakate holen, abzüglich ein bisschen Schwund, was im Wahlkampf immer ist. Stimmt euch da frühzeitig ab, dass das organisiert wird. Das ist, man muss es halt nur frühzeitig angehen, dann kann man da auch den Aufwand wesentlich begrenzen. Und was das Thema, wo kann man es aufstellen angeht, man kann es im Prinzip in jedem Bezirk aufstellen, sprecht mit den Bezirksämtern, da muss man in der Regel für die Großplakate Standorte sich genehmigen lassen, fragt nach, ab wann das möglich ist, dass man die reservieren kann. Das ist oftmals erstaunlich früh, vielleicht sogar jetzt schon. Aber sprecht frühzeitig die Sachen an, dass das in der Schublade liegt. Dass es nicht erst 6 Wochen vor der Wahl gesagt, Mensch, wir brauchen noch Großplakate. Dann ist es zu spät. Vor allem müsst ihr auch im Hinterkopf haben, sobald die Plakate stehen, entfalten sie jeden Tag ihre Wirkung an Tausenden von Autos. Wenn sie 3 Tage später erst aufgestellt werden, sehen es halt ein paar, also ist die Pageviews sozusagen sind kleiner oder die Sichtbarkeit ist kleiner. Plakate, die erst 3 Tage vor der Wahl hingestellt werden, bringen nicht mehr viel. Da kann man sich Ressourcen lieber auf Flyer verteilen oder Briefkastenflyer und ähnliche Geschichten setzen. Also auch da, jedes Plakat, je früher es hängt, desto länger wird es. Zu meiner Pflegenotstand-Geschichte, ich habe mich am Bündnis angeschlossen mit Verdi zusammen und dem Bündnis für mehr Personal an der Charité. Wir sind ein Bündnis von 40 Leuten.
Zurzeit kommt ein großer Warnstreik an die Charité, der wird wahrscheinlich bundesweit. Ich kann die Frage schon beantworten. Also kurz und bündig, ich halte von der Bündnisidee und wir lassen irgendwelche Leute auf unserer Liste sozusagen mit ins Bündnis, halte ich persönlich nichts. Genau, aber jetzt war das ja das Thema, was können wir aus vergangenen Wahlkämpfen lernen? Ich möchte es kurz begründen, warum es nicht funktioniert. Das sieht man nämlich jetzt schon, weil indirekt haben wir solche Leute momentan in Parlamenten sitzen. Ich nenne es mal Ein-Themen-Leute, Leute, die sich für ein bestimmtes Thema ganz speziell interessieren. Es ist wichtig, dass man als Partei mit Bürgerbewegungen irgendwie verbunden ist, aber es ist in wenigsten Fällen so, dass die Zahl der Leute, die wegen dieses einen Bündnisses ihre Stimme abgeben, dass die so groß ist, dass es eine ernsthafte Größe ist. Sei es Girlies, sei es, ich weiß nicht was, ich kenne ja die ganzen Geschichten auch. Das Problem an der Sache ist, warum, jetzt versetz dich in die Lage eines Bürgers, wenn dir das ganze Thema rund um den Girlie wichtig ist, Frage, würdest du dann nur um eine Person aus dem Bündnis ins AGH vielleicht über die Piratenliste reinzukriegen, die Piraten wählen, oder doch lieber zum Beispiel die Linken, die sich für das Thema ja auch einsetzen? Und genau das ist bei sehr vielen Themen der Fall, weil die auch in anderen Parteien ihre Repräsentanten haben. Das heißt, nur um ein Bündnis irgendwie reinzukriegen, deshalb zieht man nicht sämtliche Stimmen von Leuten, die dieses Thema bewegt, auf sich. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert strategisch nicht. Genau, jetzt würde ich aber trotzdem bitten, dass wir ein bisschen bei der Präsentation bleiben und nicht Diskussionen vorgreifen, die wir eigentlich erstens nachher haben und zweitens nachher haben. Ja, ich danke dir auch nochmal ganz herzlich für den Vortrag. Zwei Dinge möchte ich allerdings nicht ganz unkommentiert stehen lassen. Das eine mit dem Orange, 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 Orange. Kann man so sagen, kann man sich auch gerne drüber unterhalten, aber Punkt Nummer eins, wir wären nicht die erste Partei, die das verstanden hat. Die CDU setzt seit Jahren auf Orange. Also das ist noch nicht mal ein Alleinstellungsmerkmal. Das wäre Punkt Nummer eins. Die Wahlplakate der CDU sind nicht orange. Ihr Logo vielleicht, aber nicht das Wahlplakat. Es geht ja gar nicht um Tatsachen, es geht darum, was mir im Kopf geblieben ist. Mir ist CDU orange im Kopf geblieben. Ist scheißegal, was da dahinter steht. Ja, das kannst du mir jetzt noch 10-mal sagen, dass der Hintergrund blau war. Die CDU-Balken sind schwarz und dementsprechend ist das... Ja, genau, aber es ist ja egal. Es geht ja gerade um PR. Es geht ja gerade um PR. Bei mir ist das im Kopf geblieben. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, universell einsetzbare Wahlkampfmaterialien. Ist ja ganz nett, aber meiner Meinung nach, wenn wir hier in Berlin Wahlkampf machen, müssen wir einen Wahlkampf für diese Stadt machen, mit Themen für diese Stadt. Und das ist unheimlich essentiell. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sowas wie diese allgemeinverbindlichen Floskeln, die man dann eben auch ganz im Süden, ganz im Norden, ganz im Westen aufhängen kann, kann man machen, würde ich persönlich sehr, 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 sehr skeptisch sein. Also, oder sehr kritisch sehen. Kennst du den Flyer aus Baden-Württemberg, der damals 2011 eingesetzt wurde? Ich denke nicht. Gut, dann guck dir den an. Da stehen nämlich exakt die Themen drauf. In einem Flyer, in Bullet Points, die in Berlin über Dutzende von Flyern auch drin standen. Drogen, also weiche Drogen legalisieren, fahrscheinloser Nahverkehr, Transparenz und so weiter. Aber sie waren in einem Flyer. Und die Leute lesen sich halt nochmal nicht ein Dutzend Flyer durch. Ein Flyer hat im Übrigen auch, das sollte man auch sich im Klaren sein, nicht die Wirkung, dass man den Leuten es mitgibt und die dann nachher 1000 Sachen stundenlang daheim lesen. Es hat eine Reminder-Wirkung. Wenn ich daheim als Frau insbesondere meine Handtasche auspacke, oder ich dann meine Hosentasche leere, dann habe ich dann nochmal die Piraten als Reminder ein paar Stunden später in der Hand. Jeder kennt es, wer schon mal auf einer Messe war, du gehst dann nachher heim mit einem Berg Papier, das liest kein Mensch. Die allermeisten Sachen landen ungelesen im Müll, genauso auch die Flyer. Und wenn du 10 Flyer mit heimnimmst, du liest nicht die 10 Flyer. Du hast einen Reminder durch die 10 Flyer, den gleichen hättest du auch durch einen Flyer. Das sind Basics der Werbung und genau darüber spreche ich ja. Und wenn einer tatsächlich so interessiert ist am Thema, was die Piraten zu diesem Spezialthema meinen, dann spricht er mit den Menschen dort und er erzählt ihm dann was. Du brauchst nicht zu jedem Thema einen extra Flyer. Und dieses Argument, das habe ich übrigens in jedem einzelnen Bundesland gehört, ja, bei uns ist das anders. Wir brauchen speziell für uns, in Baden-Württemberg gibt es übrigens auch verschiedene Gegenden, Baden und Württemberg ist jetzt nicht so, also die Baden und die Schwaben haben sich auch nicht so lieb. Letztlich ist es bei euch genau das Gleiche. Natürlich gibt es in jedem Kiez spezielle Gruppen. Ich wohne zufällig in Neukölln. Ich habe auch schon in Friedrichshain gewohnt. Ich würde auch in Prenzlauer Berg oder in Spandau irgendwo notfalls wohnen. Das hat jetzt nicht irgendwo... Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die halt zufällig dort wohnen, wo sie gerade wohnen. Eine Freundin ist gerade umgezogen, auch eine Piratin, aus südlichster Ecke jetzt hoch nach Wedding. Ist die dadurch jetzt plötzlich eine andere Zielgruppe geworden? Muss man der einen anderen Flyer geben? Ich glaube eher nicht. Löst euch von diesen, ich sag nur, das ist alles Scheuklappe.
Das ist, da müsst ihr euch wirklich, ihr könnt es gerne weiter so vertreten, aber genau das ist das mit dem Lernen. Deshalb habe ich das als Thema meines Vortrags gemacht, weil diese Erklärung habe ich von jedem anderen auch. Eure Sache, ob ihr es umsetzt oder nicht. Ich meine, einer der großen Fazits daraus ist ja, dass du im Prinzip sagst, nicht verzetteln in Zetteln, nicht verzetteln in zu vielen verschiedenen Plakatmotiven und vor allem die Wiedererkennbarkeit sicherstellen. Und das gilt ja dann, denke ich, grundsätzlich für alle Erzeugnisse, die man irgendwie verteilt, sei es Flyer, sei es Zeitungen, sei es Kleber, sei es Plakate, Großplakate, Kleinplakate. Die Zeitung ist eine super Idee, aber ich würde halt nur eine Zeitung im ganzen Wahlkampf machen, nicht jeden Monat eine neue Version oder sowas in der Art. Geht auch ein Haufen Ressourcen für Text und sowas flöten. Genau, richtig. Aber manche haben Spaß dran. So, eine Frage haben wir hier bestimmt noch. Ja, verzetteln ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ich möchte auch nicht 10 Flyer auf dem Tisch haben, das ist ganz klar. Wir brauchen also, das sehe ich schon so, dass wir einen, auf jeden Fall einen Basis, einen Basic-Flyer brauchen mit den Berliner Landesthemen. Das auf jeden Fall, also die wirklich konzentriert in einem zu lesen sind, dass man da nicht irgendwie sich verwirrt. Davon unbenommen bleibt natürlich, dass die Bezirke, die andere oder die einzelne Probleme haben, also gerade wenn es im BVV-Wahlkampf geht, dass die nochmal ihre bezirksspezifischen Themen auch auf einem kleinen Flyer oder so bedienen können. Das bleibt, glaube ich, davon unbenommen. Also weil das nochmal Ressourcen sind, die dann explizit wirklich nur in dem Bezirk irgendwie aufkommen. Die müssen gar nicht unbedingt großartig dann ins Wahlkampfbudget da so reinfließen. Also gerade wenn man jetzt irgendwie in Spandau ist oder so und wo vielleicht auch weniger aktive sind, also da ist es vielleicht gar nicht so ein großes Thema auch. Da kann man dann auch mit dem Landesflyer, kann man glaube ich überall in jedem Bezirk irgendwie trotzdem guten Wahlkampf machen. Vielen Dank. So, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, was sehr cool wäre, weil wir müssen ein bisschen Zeit noch aufholen, würde ich sagen, vielen Dank, Matthias, für deinen Vortrag und dass du den Fragen zur Verfügung standst.